Hallo und willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Diesmal geht es um Tim und Struppi. Ich habe hier einen Teil aus meiner Sammlung, aber ich habe einiges Neues. Was? Seht ihr gleich. Ich bin ein großer Tim und Struppi-Fan, wie ihr seht, aber das auch schon seit meiner Kindheit. Es gab in den 80er Jahren Momente, wo meine Eltern dann mir einfach irgendwann mal aus der Stadtbücherei ausgeliehen die Tim und Struppi Comics gebracht haben. Ich glaube, ich war krank in dem Moment und meine Mama meinte, Mensch, da hast du was Schönes zu lesen, auch wie Asterix und Lucky Luke. Und so bin ich aber gar nicht so sehr bei Asterix und Lucky Luke hängen geblieben. Mag ich, aber es war nie so meine Favorite, aber Tim und Struppi hat mich fasziniert, gefesselt und seitdem bin ich ein Fan. Ich habe auch alle Comics inzwischen, auch wenn es noch ein paar andere Auflagen gibt und ein paar Schwarz-Weiß-Versionen, die ich nicht habe, aber von den klassischen Comics, die auch immer noch erhältlich sind, habe ich jetzt alle. Und dennoch finde ich neues Zeug, was eben halt in meine Sammlung gehört oder kommt. Ich habe mich extra rausgeputzt heute. Ich habe mich gerade in mein T-Shirt gequetscht, was mir früher mal richtig gut gepasst hat. Mit Thomas Strubi habe mir meinen Bruder mitgebracht. Hier steht jetzt Adventure unter. Das ist so ein Tintin-T-Shirt. Hat er aus Hongkong mitgebracht, wo die auch große Fans sind. Leider ist es so ein T-Shirt, was leider ein bisschen dunkler wird. Weiß ist halt keine dankbare Farbe. Ich habe auch ein schönes Rückmotiv, so richtig toll. Aber ja, das kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ich drehe mich mal kurz um. No, komm, seht ihr das? Das ist mein Motiv. Gar nicht so einfach. Nicht, dass ich hängen bleibe in meinem Kabel hierfür von dem Mikrofon. Aber egal, das soll es auch, darum soll es gar nicht gehen, um dieses T-Shirt. Das ist nicht neu, das ist schon sehr 20 Jahre in meiner Sammlung. Worum es gehen soll, geht ein bisschen um das, was ihr hier seht, obwohl es mir ein bisschen Deko ist. Die Tim und Struppi-Figuren von Tim auf dem Mond, die habe ich mir mal vor einiger Zeit auf der CMC gekauft. Das sind so richtige Hinstellstücke, die habe ich jetzt aber auch hier für euch erstmal hingestellt, damit ihr sie sehen könnt. Und worum es eigentlich ging, wo das begann mit Tim und Struppi Pickup sozusagen, begann bei meinen Tim und Struppi Hörspielen. So, meine Tim und Struppi Hörspiele, das gibt 20 Stück an der Zahl. Das, was ihr hier jetzt aufgebaut seht, das ist meine Kindheitssammlung. Die habe ich gekauft, als sie damals rausgekommen sind. Jetzt muss ich kurz noch mal nachschauen, wenn ich mir den allerersten, die Krabbe mit den goldenen Scheren, das war das allererste Cover, erschien im Maritim Verlag, das war 1984. Und absolut kultig eben halt, ein schönes Cover drauf und eine rote Kassette. Und völlig tolle richtig wunderbar gemachte Hörspiele, die den Kern des Comics erhalten haben und auch großartig gesprochen. Klar, die Intro-Musik ist etwas gewöhnungsbedürftig, hat aber was typisches Norddeutsches, Seemannisches, was zu Captain Haddock gut passen würde. Und wir haben, wie gesagt, großartige Sprecher. Tim wird von Lutz Schnell gesprochen. Lutz Schnell hört man auch immer wieder noch im TV. Spannenderweise hat Lutz Schnell im Spielberg Animations-Tim und Struppi-Film den Captain Haddock gesprochen. Das hat mich völlig geflasht, dass mein Tim der Kindheit, meine Tim-Stimme plötzlich Captain Haddock wurde. Aber er hat ihn auch nochmal dadurch, weil er so beliebt ist, das ist ja wirklich eine Serie, die bei Tim und Struppi-Fans auch sehr beliebt ist. Sind hier zum Beispiel die DVD-Boxen von der Tim und Struppi Serie aus den, müssten auch so 90er sein, wenn ich das jetzt richtig, ich habe mir das gar nicht jetzt so gemerkt, aber ich glaube, ich gucke gerade, ob hier ein Datum draufsteht, auf jeden Fall, oder 2000er, es ist eine sehr gut gemachte Serie, die die ganze Geschichte oder die ganzen Episoden erzählt, sind ein bisschen angepasst, weil manche sind auch ein Zeichen ihrer Zeit. Wenn man Tim im Kongo oder so nimmt, das ist schon man kann es ja humoristisch sehen, man kann es schwierig sehen, das Thema. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Kinderserie, auch wo Hergé mal einen Gastauftritt hat, als eine eigene Karikatur, wie er sich selbst auch mal dargestellt hat. Und hier spricht eben halt Lutz Schnell auch Tim. Ein
wunderbarer Captain Haddock haben wir in den Hörspielen, und zwar von Gottfried Kramer gesprochen. Gottfried Kramer ist eine Ikone im Synchronbereich gewesen. Er war ja nicht nur auch die Stimme von Knight Rider, sondern er hat auch unheimlich viel im Synchron gearbeitet. Er hat bei Masters of the Universe war zu hören. Er ist bei den drei Fragezeichen eine Ikone, gerade weil er Java Jim aus der Phantomsee war, von den relativ frühen. Er hat mitgesprochen in Der Fluch des Rubins, hat er Randur oder Radish, na jedenfalls, ich komme auf den Namen nicht komplett, auch gesprochen. Also eine absolute Ikone im Sprechen, der leider schon verstorben war, als diese Serie kam, sonst wäre sicherlich auch dort die Stimme von Haddock wieder gewesen. Großartig, er macht das so raubeinig, dass es auch Spaß macht, aber überhaupt toll besetzt. Die Schulzes sind gut besetzt und Professor Bienlein und die Nebendarsteller, alles top, alles top. So, jetzt erzähle ich euch schon so viel zur Serie und ich gehe gleich auch noch weiter ein, denn das spannenderweise ist es so, dass ich mir meine Folgen angeguckt habe. Es gibt insgesamt 20 Tim und Struppi Hörspielkassetten. Es gibt ein bisschen mehr an Alben, weil hier wurden einige Alben als in Einzelfolgen besprochen, aber auch als Doppelfolgen. Nehmen wir zum Beispiel Das Geheimnis der Einhorn und Der Schatz Rackhams des Roten. Diese beiden Geschichten sind als zwei wunderbare Hörspiele verfasst, während zum Beispiel Reiseziel Mond das Album zusammen mit Schritte auf dem Mond in einem Hörspiel kombiniert wurde. Dadurch ist es ein bisschen gestrafft, aber man merkt es nicht. Das ist trotzdem sehr gut erzählt. Gleiches gilt für die sieben Kristallkugeln. Da ist auch der Sonnentempel mit eingebaut worden. Aber es sind, glaube ich, auch die ganzen Doppelgeschichten. Ansonsten hat man Tim und die Alpha-Kunst, also der Abschussband, den hat man nicht, den gab es zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Das war ja das unvollendete Album, was immer mal wieder vervollständigt wurde. Der ist nicht, ja, logischerweise nicht dabei. Und auch nicht, was ich damals auch nicht als Kind wusste, Tim und der Haifischsee. Tim und der Haifischsee ist ein reiner Cartoon, ich sag mal aus den 80ern oder 70ern sogar, der auch im Kino war. Es gab mehrere Zeichentrick-Kinofilme. Aber Tim und der Haifischsee ist ein großartiger, für seine Zeit unterhaltensamer Film, Abenteuerfilm, kann man so sagen. Auch mit wiederkehrenden Charakteren wie das Rastapopoulos oder das Hai-U-Boot von Tim und Struppi, was da seinen zweiten Auftritt hatte. Aber ich kannte das nur als Comic am Anfang. Also es gibt ja auch das Comic, das besteht aus Filmen, aus Bildern aus dem Film, die halt mit Cartoons versehen sind. Später habe ich sowas von Dragon Ball und so weiter gesehen. Aber auf jeden Fall, dieses Comic kannte ich, wie gesagt, nur als Comic, und das ist nicht als Hörspiel umgesetzt worden, weil es zwar mit Hergé, also dem Schöpfer von Tim und Struppi, geschaffen wurde, aber nicht als reines Comic-Album existiert. Aber Tim und Struppi, ja, ich könnte euch so viel erzählen, will gar nicht. Ich wollte hier eigentlich meine Neuheiten zeigen zu meiner Tim und Struppi-Sammlung, aber wir waren jetzt bei den Hörspielen. Die sind eben halt in zwei verschiedenen Arten erschienen. Es ist einmal sind die Folgen 1 bis 8, war die erste erste kombinierte Veröffentlichungsreihe. Dann folgten 4 Folgen von dann mit Cola an Bord, Tim und die Picaros, Tim in Tibet und Der geheimnisvolle Stern. Die sind alle noch unter dem Maritim-Label erschienen. Aber dann kam die Wendung. Dann wurde Maritim aufgekauft von Ariola Express und hat dann die Serie übernommen. Die haben dann ab Folge 13 haben sie bis Folge 20 dann die Hörspiele veröffentlicht, aber auch rückwirkend wieder veröffentlicht. Und in dem Sinne habe ich dadurch einige nicht als Maritim-Veröffentlichung. Und darum ging es mir dann auch. Ich möchte gerne jede Veröffentlichung haben. Ich wollte dann doch sagen, ich wollte alle Versionen einmal haben. Einmal die ganzen Ariola Express von 1 bis 14, nee, bis 12, Entschuldigung, bis 12, damit ich das auch nochmal habe. Und umgekehrt alle maritimen Versionen bis Folge 12.
Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe zwar eine ganze Menge neu gekauft damals, die haben so ungefähr 7,95 Mark gekostet, das Stück. Habe ich festgestellt, eine habe ich je nur wohl vom Flohmarkt bekommen. Ich habe auch ein paar auf dem Flohmarkt, ein paar habe ich neu. Also die letzten hier sind alle noch wie Neuzustand. Da bin ich auch sehr glücklich und ich weiß, dass ich, glaube ich, eine Mal hier doppelt kaufen musste. Ich vermute mal, dass das muss hier Tim und Struppi Flug 47 nach Sydney sein. Die hatte ich mal beim Freund ausgeliehen und der hat sie in der prallen Sonne liegen lassen auf der Fensterbank und da war die Kassette geschmolzen. Sehr, sehr traurig, aber ich habe sie inzwischen ja auf jeden Fall neu. Und lediglich Folge, kann ich sagen, 13. Ihr seht, es ist nur die reine Kassette. Da fehlte mir das Cover. So, das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Also habe ich mir die Kassetten nachgekauft. So. Und damit ist es nicht nur geblieben. Ich habe auch was Folgendes gemacht. Und ich greife jetzt vor. Ich bin ein bisschen durcheinander. Von dem, was ich zeige. Und zwar habe ich auch mir gekauft die CD-Version. Denn Ariola Express hat irgendwann die Rechte an Europa verkauft und Europa hat sie auf CD veröffentlicht. Also nicht MP3s, so wie zum Beispiel einer Favorite-Serie aus der Kindheit, Scotland Yard, die auf CDs veröffentlicht wurde, aber leider nur in MP3-Form. Nein, ich habe mir die CD-Box gekauft, die sieht so aus. Eine wunderbare Box. Da sind alle 20 Folgen drin. Schön in so einem Schuber und dann so in Pappsleeves. Leider mit so ein paar einfachen Covern, die, ja, wie soll ich sagen, einfach nur Bilder aus dem Comic enthalten. Und ja, aber ansonsten sind die inhaltlich komplett identisch, in sehr guter Tonqualität, das kann ich sagen. Also ich habe sie mit Begeisterung wieder gehört. Denn der größte Unterschied ist nur, dass die Reihenfolge geändert wurde. Diese Box, also diese CD-Box, hat die Comic-Reihenfolge. Das heißt, Tim und Kongo war einer der ersten Comics, die es gab von Tim und Struppi. Obwohl, nicht ganz, es gibt einen Comic, das heißt Tim im Lande der Sowjets. Es war auch noch ein Schwarz-Weiß-Comic. Das ist nicht umgesetzt worden. Aber wie gesagt, da fangen sie in Comic-Reihenfolge an. Und das hier ist die Veröffentlichungsreihenfolge, womit die Krabbel mit den goldenen Scheren angefangen wurde. Eine großartige Episode, macht sehr, sehr viel Laune. Ja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir dann über Kleinanzeigen gesucht. Mensch, wer bietet Tim und Struppi Kassetten an? Und wie kann ich meine Serie vervollständigen? Denn ich muss sagen, von 1 bis 8 habe ich die Maritim in der ersten Version gehabt. Und die zweite Version, die es dann gab, die haben eigenständige Covers gehabt. Ich zeige euch die auch alle nochmal im schönen Vergleich. Also, das ist auch sehr spannend, das mal zu sehen. Ist einfach so, dass die erste Auflage eigene Motive hatte bis Folge 8. Und die sind sogar gezeichnet. Einige haben sich orientiert an den Covern, oder die haben sich orientiert an den Covern des Comics, aber eben halt von anderen Zeichnern gezeichnet. Man merkt, dass es einen Unterschied im Zeichenstil. Und dann haben sie aber die echten Covers übernommen. Ich zeige euch das jetzt mal im Vergleich. Ab Folge 11 bis, von Folge 9 bis 11 haben sie eben halt dann einen anderen Coverstil. Ich zeige euch das einfach mal ganz kurz so. Ihr seht, das ist so der unterschiedliche Coverstil. Und dann das gemacht. Und ab Folge 13 hat ja Ariola Express übernommen. Hier haben sie dann ja Covermotive genommen, die etwas aufgezoomt sind, wie zum Beispiel bei der Schwarzen Insel, wo eben halt dann, ja, wie soll man sagen, richtig schön gemacht, auch wo das Cover dann entsprechend so ist. Und somit gibt es halt unterschiedliche Covermotive, die sind entstanden. Maritim, wie gesagt, bis 1 bis 8. In der Version habe ich sie. In der zweiten Version, die dann begonnen hat, eben halt ab Folge 9 bis 12, wo sie eben halt dieses oben mit dem Namen haben und dann das Comic-Cover darunter. Das ist dann rückwirkend auch gemacht worden, eben halt bis Folge 1. Ich habe noch nicht alle, muss ich dazu sagen. Und Ariola Express hat ja übernommen ab Folge
13 und die haben dann ihre eigenen Motive und rückwirkend gemacht. Somit, es ist ein bisschen durcheinander, habe ich einige Covers neu und ich habe jetzt hier einen ganzen Stapel von Covers oder von Kassetten neu. Die sind auch eine Menge. Ich werde die hier gleich drauflegen, um zu zeigen, was ich euch dann habe. Es sind auch einige noch doppelt dabei. Die werden mich dann wieder verlassen. Aber das ist eine andere Sache. Und ich zeige euch jetzt einfach, was ich da neu habe. Und zwar habe ich hier einmal die Areola Express von die 7 Kristallkugeln neu. Achso, um kurz preislich zu sagen, so etwa 5 bis 7 Euro habe ich das Stück bezahlt als Kassette. Ich, Wertsachen muss man sagen, sind die es auch wert? Die Preise werden erst ab den letzten 5, so ab Reiche des schwarzen Goldes, so ab 16, teurer in Kassettenform, weil die dann weniger aufgelegt sind. Auch die Schwarze Insel mit Nummer 20 gehört nicht zu den Hochauflagen, dass die so, ja, wie soll ich sagen, so häufig zu finden sind. Genau, also ich habe hier die Areola Express Version von die 7 Kristallkugeln. Ich lege die einfach mal hier so drauf. Da habe ich jetzt die Maritim. Da würde mir jetzt noch die zweite Maritim fehlen, die mit dem Comic-Cover. Ja, ähnlich ist es dann so. Ich habe jetzt hier die Areola Express von der Schatz Records des Roten. Und ich habe dann auch gleichzeitig die zweite Maritim-Version von Schatz Records des Roten. Ihr seht hier, ne, jetzt oben das zum Strobi-Logo, unten das wunderbare Logo mit der Schatz Rackhams des Roten. Ich mag auch dieses, ja, dieses Schatzkartenartige, wo der Schriftzug drin ist. Einfach toll. Das Hai-U-Boot ist einfach der Kult schlechthin. So, da seht ihr, habe ich drei. Die Krabbe mit den goldenen Scheren in der Areola Express Version geht hier drauf. Und das gleiche, auch hier ist die Maritim Version mit dem schönen Filmcover. Und ihr seht, hier ist ein Unterschied. Auch vom Cover her, hier sind sie auf dem Kamel. Das ist auch so ein beliebtes Bild. Und während die anderen da durch die Stadt laufen. So, dann haben wir hier der geheimnisvolle Stern, die Areola Express Version. Und da gibt es eben halt dann nur zwei Versionen, da die ja in dieser zum Strubi Version eben halt ja nur so sind. Das heißt, 1 bis 8 wird es drei Versionen geben. Und von 9 bis 12 gibt es zwei Versionen. Mensch, interessant. Und hier habe ich jetzt die Areola Express Version von der Flug 714 nach Sydney. Auch eine großartige Geschichte, liebe ich sehr. Gut, weiter geht es. Was haben wir denn noch hier alles? Da habe ich Areola Express, die Juwelen der Sängerin. Neu. Wo habe ich denn die Nummer? Die ist hier vorne. Dann habe ich hier auch eine großartige, eben halt Reisezielmond. Die zweite Maritim-Version, auch großartig. Sehr schöne Geschichte. Als nächstes das Geheimnis der Einhorn in der zweiten Maritim-Auflage. Unten sogar noch mit dem Aufkleber neu, der auch bei Europa war. Ich weiß gar nicht, ob er aufgehörte oder war. Oder ob ich das eben getauscht habe, entsprechend die Hülle. Aber das macht schon Spaß, das zu sehen. So, das kommt hier bei Geheimnis der Einhorn mit hin. Und hier haben wir Tim in Tibet, die Areola Express Version. Und damit habe ich die jetzt komplett. Weiter geht es mit der der Maritim Auflage von Cool an Bord. Da gab es ja auch nur zwei. Das ist sozusagen die andere Auflage. Auch großartig. Hier haben wir Tim und die Picaros. Eben halt in der Maritim-Auflage. Wunderbar. Und ich habe hier, wo mir das Cover fehlt, das sozusagen mehr so ein Austausch ist, weil es gibt ja nur die Areola Express Version, die Zigarren des Pharaos. Und damit fing es eigentlich an. Ich wollte das Cover doch vollständig haben, weil, damit das schön in der Sammlung ist. Ja, da gibt es eigentlich nicht zwei Versionen, aber das war's so. So, doppelt habe ich noch, weil manches habe ich im Lot gekauft. Eben geheimnisvolle Stern, der Fall Bienenlein und das Geheimnis der Einhorn. Ja, die sind sozusagen abzugeben. Aber wie ihr seht, mir fehlen noch einige. Mir fehlt von Geheimnis der Einhorn, fehlt mir noch die Areola-Fassung. Mir fehlt ebenso die Areola-Fassung von Reisezielmond.
von der Falbinlein-Firma noch die zweite Version von Ariola, von Maritim und die Ariola Express-Version und von Flug 47 nach Sydney, die sieben Kristallkugeln und die Juwelen der Sängerin, fehlen mir noch, ja, eigentlich nur die Maritim-Version. Die zweite mit dem zweiten Cover. Ja, das sind die Tim und Struppi-Zugänge in Bezug auf Kassetten. Sieht schon ganz strange aus mit diesem komischen Treppenabsatz, aber egal. Es gibt trotzdem noch einige andere Sachen, die es in die Sammlung geschafft haben. Oder die in die Sammlung dazugekommen sind. Wie zum Beispiel eine Tim-Figur, die mir mein bester Kumpel Stefan geschenkt hat. Er war auf, hier ist richtig schön, so unser Mantel, richtig cool, auch eine Originalfigur. Er war auf Kreuzfahrt, ich weiß gar nicht, irgendwo im Norden, fast Dänemark, oder irgendwo in Richtung Norwegen unterwegs. Und da hat er dann einen Store gehabt, der Timo Struppi verkauft hat. Er hat mir Fotos geschickt von diesen ganzen Auslagen. Ich blende euch mal ein, zwei Bilder hiervon ein. Und da hat er dann einfach gedacht, Mensch, ich mache Sascha eine Freude und schenke ihm eine Figur. Ja. Und dann kam dieser Tim in meine Sammlung. So. Und weil wir mit Upgrades dabei waren, ich habe mich auch abgegradet mit diesen Boxen. Das sind ja die DVD-Boxen, die ich vorher auch hatte, die auch in wunderschönen Schubern sind und die ich auch weiter behalten werde. Denn ich habe mir, aber das ist die Zweitauflage, der Blu-ray-Box gekauft, die hat mich auch so 20 Euro gekostet. Deswegen habe ich sie auch mitgenommen, wollte ich schon immer haben. Hier sind jetzt die beiden Boxen kombiniert. Hier ist auch nichts Besonderes drin, sind nur die Discs. Sind alle, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es gibt. 20 oder 25. Ne, wie viele sind das? 2, 1, 2, 3. Ja, hier sind die Fälle. Ob es Doppelfolgen sind, es gab auch einige Doppelfolgen, sind jetzt nicht dabei. Auf jeden Fall sind alle Folgen dabei. Also 21 Folgen. Ach, steht da auf 10 Episoden, 11 Episoden. Also 21 Folgen. Die sind alle auf diesen 4 Discs. Die hat mich 20 Euro gekostet. Genauso übrigens wie die Timo Struppi CD-Box. Kostet zwar um die 20 Euro. Bei Amazon kann ich euch nur empfehlen. Das ist jetzt die Zweitauflage. Die erste Auflage hatte auch so einen Pappschuber. Ich weiß jetzt aber nicht, ob im Pappschuber dieses Ding drin war. Oder ob das auch so ein Pappschuber ist wie diese hier. Ansonsten sind die nicht groß unterschiedlich. Und ich muss sagen, das, was sehr schade ist, die sind sehr lieblos im Vergleich zu denen hier. Ich zeige euch das einfach mal. Das ist ein wunderschöner Pappschuber, wo auch der Tim so ein bisschen herausgearbeitet ist. Und ich zeige euch die einfach mal. Oh, ich muss aufpassen, das ist gar nicht so einfach, damit mir nichts entgegenfällt. Ihr seht, hier sind dann auch so schöne Motive, Charaktere vorne auf den Discs. Und was Besonderes ist, hier sind Postkarten dabei, Tim und Struppi Postkarten. Ne? Wir haben hier einmal die Postkarte. Motive sind das aus den Comics. Die Schulzes und Tim, der gerade die Botschaft von Geheimster Einhorn entdeckt. Und das macht es irgendwie auch besonders, dass man diese Boxen eben halt sammelt. Ist irgendwo, und als Tim und Struppi-Fan habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ich sehe gerade sogar hier drin in der Box, vielleicht könnt ihr es leicht sehen, da ist ein Struppi und Nei gearbeitet. Großartig. Großartig. So, und die zweite Box. Na, die Figur will ja nichts kaputt machen hier. Sehen. Und die zweite Box, auch wie gesagt ein schönes Cover. Da seht ihr auch Tim aus der Blaue Lotus, hinten der Haddock, wie er sich verschluckt, auch Postkarten sind wieder da drin. Ansonsten auch hier wieder sind verschiedene Motive bei den CDs und hier haben wir auch drei Postkarten, auch ein wunderschönes Motiv. Hier, wie sie zu Schloss Mühlenhof gehen. Auch großartig. Und allein deswegen hat sich's gelohnt, sie zu behalten, weil es sind einfach schöne Editionen. Und das ist eben halt das,
Bildlich, ja, wunderbares Upgrade. Inhaltlich, als Tim und Struppi-Fan muss man beides haben. Geht nicht anders. Geht nicht anders. Gut. Dann habe ich mir gekauft von Tim und Struppi ein Comic. Und zwar ist, abgesehen vom Carlsen Verlag, ein einziges Comic nur mal bei, wie soll ich sagen, im Zack Verlag erschienen. Und zwar Kohle an Bord oder msramona.sos. Comic ist komplett identisch. Und das musste ich mir unbedingt kaufen. Ja, Zack, könnt ihr auch sehen. Hat so ein schönes Zack-Motiv. Und das habe ich bei Kleinanzeigen auch gekauft für knapp einen Zehner inklusive Versand. Kostet genauso also wie ein normales Comic oder wie es normal. Hat ein mattes Papier. Die Übersetzung ist, glaube ich, Carlsen. Also die Namen sind alle, so wie ich mitbekommen habe, identisch. Koralle Verlag GmbH in Berlin-Hamburg sitzend. Und ach ja, hier steht auch mit Genehmigung des Carlsen Verlages. Alle Rechte beim Carlsen Verlag. Somit ist es definitiv, oder auch Kastermann, der französische Verlag, ist es der Verlag von Tim und Struppi aus Frankreich. Also in dem Sinne, das hat mich sozusagen erreicht. Dann, ich konnte es nicht lassen, ich habe weiter gekauft zu Tim und Struppi. Ich musste meine Sammlung erweitern, was ich mir auch gekauft habe. Wir sind jetzt schon beim Comic und jetzt waren bei den Kassetten und bei den Serien. Und warum nicht? Ich habe mir auch den Film nochmal gekauft von Tim und Struppi in dieser Collector's Edition, die nur Amazon-exklusiv ist. Diese Amazon-exklusive Box hat mich inklusive Versand, glaube ich, 35 Euro gekostet. Auch bei Kleinanzeigen war noch sealed, aber ich habe sie ausgepackt, weil ich wollte die Figur auch sehen, denn es ist eine Struppi-Figur da drin. Und ich zeige sie euch einmal. Also hier ist einmal eben der Flyer sozusagen, der da oben rumgeklemmt war. Den stelle ich mal einfach kurz hier hin. Ansonsten haben wir diese wunderbare Box. Oben ein Bild von Haddock. Dann habt ihr, das ist so die Hauptbox von vorne. Wir haben hier einmal Struppi. Also das ist die Struppi-Figur, die zeige ich euch gleich nochmal. Und hier sind so ein paar Bilder aus dem Film und auch ein wunderbares Motiv. Ja, so ein Plakatmotiv kann man sagen, wo auch die Struppi-Figur wieder ist. Großartig. Und diese Struppi-Figur ist eben exklusiv da drin. Das ist eine wunderbare Edition. Hat mich sozusagen auch begeistert. Schon seit langem und war schon lange bei mir eben halt auf der Liste. Aber es hat gedauert, bis ich mich da irgendwie, weiß nicht, ich habe immer gezögert. Und jetzt war ich so im Fieber und habe ich gleich mitgekauft. Und ich muss mich ein bisschen, ich habe hier vorne meinen Stuhl, wo ich das alles drauf liegen habe. Da drin ist dann auch, ich habe das Steelbook, ich habe es jetzt nicht ausgepackt, weil ich habe die normale Edition bei mir im Regal. Auch hier wunderbar aufgemacht, dieses wunderbare Cover, also großartig. Hat auch hier den gleichen Pappteil als Steelbook, ich weiß gar nicht, was dahinter ist. Weiß ich gar nicht. Will ich jetzt auch gar nicht abmachen, ich habe das drauf gelassen, weil, wie gesagt, den Film habe ich hier auch wunderbar gemacht, die Charaktere in der Seite, also richtig toll. Und was wirklich großartig gelungen ist, ist die Figur. Also diese Struppi-Figur, großartig, sehr detailliert, auch wunderschön. Und ich mag den Animationsfilm auch. Der Animationsfilm kombiniert ja mehrere Geschichten von Tim und Struppi und legt sie ein bisschen sehr eigen aus. Muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich war auch sehr erstaunt. Also ich wie gesagt, großartig begeistert mich, dass Lutz Schnell mein Tim der Kindheit Captain Haddock spricht. Auch großartig spricht er ihn. Und ich habe das Gefühl, dass er so ein bisschen die Hommage auch an Gottfried Kramer da legt in der Stimme. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, ist auf jeden Fall großartig. Die Hauptgeschichte ist eben halt das Geheimnis der Einhorn. Und löst es eben halt mit dem Ende von Schatz Rackhams des Roten. Aber es fehlt eben halt die reine Schatzsuche. Die ist jetzt nicht dabei. Mit dem Hai-U-Boot und dadurch taucht auch nicht Professor Bienlein auf. Und gleichzeitig ist aber auch die Krabbe mit den goldenen Scheren eingeflochten, die eben halt das Kennenlernen von Tim und Haddock erzählt. Also sie kombinieren es sehr, sehr geschickt und das finde ich sehr beeindruckend. Die haben hier haben viele Teile eben halt übernommen von der Krabbe mit den goldenen Scheren und gleichzeitig aber auch Sachen rausgenommen,
die eine andere Storyline hatten, weil es ging ja da ein bisschen um Drogen und das ist weggenommen worden, es wird nur angedeutet, aber eben halt durch die Krabbendose, die ja auch auftaucht. Aber es ist eben eine ganz andere Geschichte. Ein ganz klein wenig Juwelen der Sängerin, eben halt mit der Castafiore, die, ich überlege gerade, wo tauchte sie das erste Mal auf? Das bin ich gerade überlegen. Wo ist die Castafiore zum ersten Mal aufgetaucht? Also die Castafiore taucht in Juwelen der Sängerin, Tim und die Picaros. Ach ja, Fall Bienlein. Das müsste im Fall Bienlein gewesen sein, wo sie die zum ersten Mal treffen. Genau, Fall Bienlein, und da war es das erste Mal. Und da, ja, treffen sie sich halt und das taucht dann wieder. Und das ist so ein bisschen eingeflochten und es macht tierisch Spaß. Und auch ein geschicktes Ende eigentlich. Denn der Charakter, der Bösewicht ist, der Sacharin aus dem Kinofilm, der ist ja nur ganz kurz in Das Geheimnis der Einhorn zu sehen oder im Comic auch erwähnt und ein bisschen, ja, welche Funktion hat er, außer dass er ein Sammler ist und dass das Modellschiff hat. Und die haben es geschickt, ihn eingebaut und auch diese Idee, dass die beiden Nachfahren von Rackham, des Roten, und Haddock eben halt auch in der Zukunft miteinander zu tun haben. Großartig. Also da hätte sich Hergé wirklich auch gefreut, wie man das gelöst hat. Großartig. Kann ich nur nicht anders sagen. So. Also, diese wunderbare Filmbox hat mich erreicht. Diese ist Amazon Only. Teilweise richtig teuer geworden. Also schon weit über 60 Euro wird die angeboten. Und man findet sie zwar auch ab und zu um die 30, aber ja, da kann ich echt nichts gegen sagen. Das ist auch ein wunderbares Teil. So. Weiter geht es mit zwei. Ich habe noch zwei Sachen, die ich für Marvel, Tim und Struppi, oder die ich eben halt in meine Sammlung aufgenommen habe. Zum Schluss habe ich, oder nicht zum Schluss, aber ein Spiel, und zwar Amigo-Spiel. Das ist ein Kartenspiel, was von Tim und Struppi rausgekommen ist in Deutsch. Und ja, ist halt gebrauchter Zustand. Ich habe, glaube ich, 10er inklusive Versand bezahlt. Ist natürlich auch schon recht selten. Vorsichtig rausnehmen. Das ist ein Quartettspiel, also das Cover ist dasselbe und dann habt ihr eben halt verschiedene Motive wie vom Helden aus verschiedenen Comics. Dann die Könige, ja, Mohammed Ben Kalish Itzab oder auch Mustafa, der 12. aus König Ottokars Zepter, hier seht ihr ihn. Ja. Dann haben wir hier die Damen, die Peggy Alcazar, natürlich die Bianca Castafiore, Jamila, so Frauen waren ja nie so viele, es war ja gar nicht so eine Geschichte eben halt da drin. Frau Kiesewetter auch nur einmal aufgetaucht. Dann die Kinder, Abdallah, der Frechdachs, Sorino, ja, mit Chang Chen, einer der Hauptlieblingsfiguren, ja, der ja zweimal auftauchte. Das Kennenlernen ist in Der Blaue Lotus gewesen. Und in Tim in Tibet, da rettet Tim ihn. Eine wunderbare Geschichte, einer meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Naja, dann haben wir hier Nebenfiguren, wie jetzt Nestor, Kiesewetter, die Verrückten. Gibt es auch welche, ja. Freunde. Baldwin, Bienlein, Schulze und Schulze, Haddock, dann die Lumpen, also die Verbrecher, dann haben wir dann da Allen. Und ja, kann man ja sagen, Nebenfiguren, Verbrecher, Verrückten, die Freunde, die Lumpen. Ich dachte eigentlich, dass Rastapopoulos dabei ist. Rastapopoulos wird ja so gerade durch Flug 714 nach Sydney so als der Hauptbösewicht aufgebaut, der ja auch zwischendurch in Kuhle an Bord dabei war und in Tim und Halfsee eine Hauptrolle so ein bisschen gespielt hat. Aber ja, wie soll ich sagen? Ja, man hat es nicht immer komplett verfolgt. Trotzdem sehr interessant eben halt. Also, ein wunderbares Kartenspiel.
ist in meine Sammlung hinzugekommen. Und jetzt habe ich noch eine Sache, wo wir auch bei Spiel sind, aber ich will nur mal kurz erwähnen, es gibt auch zwei Brettspiele von Tim und Struppi. Ich habe beide, eins aus dem Ravensburger Verlag und eins, jetzt fällt mir der Verlag nicht ein, aber das heißt nicht Tim und Struppi, das heißt Tim und das Totem Odor oder so. Es ist auch ein interessantes Spiel, kann ich euch auch mal vorstellen, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch interessiert. So, ihr seht schon, das ist eine ganze Menge an Tim und Struppi Stuff dazu gekommen und ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt mit dem, was ich euch erzählt habe zu Tim und Struppi. Wie gesagt, es ist für mich ein Held meiner Kindheit. Zählt zu den gleichen Helden wie Zorro. Obwohl Zorro habe ich nie was gesammelt. Ich habe nur die Serien gerne geguckt bei Western von gestern und Captain Future. Aber Captain Future habe ich ja auf meinem Kanal auch noch andere Sachen gesehen, die ich neu hatte. So, mit Computern kommt das Letzte. Und zwar kommt mein PlayStation 1 Spiel, was ich jetzt euch in die Kamera zeige, und zwar das PlayStation 1 Spiel ist auch ein selteneres Teil, Tim und Struppis Abenteuerreisen. Damit habe ich fast komplett meine Tim und Struppi Spielesammlung, Computerspielsammlung. Das Spiel, ja, so ein bisschen in 3D, verschiedene Level. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es erst einmal gespielt und ich werde euch auch ein paar Spielszenen hier jetzt einblenden, so ein bisschen ausgewählt. Ich muss es nochmal in Ruhe spielen, weil es, wie gesagt, ewig lange her ist. Man kann verschiedene Level, man kann mit dem Hai-U-Boot tauchen, man kann ein bisschen Jump'n'Run machen und so weiter. Und es gab ein Spiel, das habe ich gespielt, das gab es auf dem PC. Ich glaube, das ist das gleiche Spiel, was auf dem PC existiert. Und das hatte ich gespielt und da musstest du am Anfang Äpfel einsammeln oder irgendwas. Also es war so ein bisschen Jump'n'Run. War ganz unterhaltsam. PlayStation habe ich lange nicht gespielt. Und wie gesagt, das ist noch neu. Ganz in Top-Zustand, wie neu, habe ich, glaube ich, 25 Euro gekostet. Ich konnte es ein bisschen runterhandeln. Ich hatte es auch schon. Lege ich mal kurz dahin. Und zwar, das ist hier meine alte Version. Da fehlte mir aber das Backcover. Da habe ich wirklich habe ich einen Jewel Case gepackt. Hier ist das normale Handbuch drin. Da habe ich auch mit CD und ich habe das Frontcover gehabt, aber eben kein Backcover. Und ich hatte so ein paar Leute, die hatten das Spiel, die wollten mir dann immer mal ein Backcover fotokopieren oder einscannen. Das haben die aber leider nie gemacht. Und somit habe ich jetzt irgendwann gesagt, komm, jetzt kaufe ich mir auch das Spiel und das wird mich dann auch verlassen. Genauso wie ich noch 3 Kassetten wieder weggebe. Und dann kann ich mir ein bisschen was Neues von Tim und Struppi finanzieren, was ich euch dann auch zeigen kann. Denn das ist doch eine ganze Menge, die gekommen ist, was jetzt neu in der Sammlung ist. Ich werde euch wahrscheinlich nicht in so einem kompletten Video nochmal zeigen, wie sich jetzt die Sammlung dann erweitert mit meinen Hörspielkassetten. Aber ja, das ist doch eine gewaltige Sammlung, die man hat von Tim und Struppi. Und ich habe noch viel mehr, aber auch jetzt nicht in dem Sinne. Ich habe natürlich die ganzen Alben nebeneinander stehen. Ich habe noch ein, zwei andere DVDs jetzt, wie jetzt zum Beispiel die Film-DVD-Box. Und da gibt es so ein paar Sachen und sicherlich kommen noch mal irgendwann ein paar Figuren dazu. Ich habe auch noch ein paar Tim und Struppi Figuren, kleinere, und ja, ach, was soll's. Ich hoffe, euch hat dieses Tim und Struppi Pickup gefallen und diese Reise in meine Tim und Struppi Kindheit. Ich freue mich über ein Like, kommentiert, wie seid ihr mit Tim und Struppi ausgekommen? Habt ihr ihn auch gelesen in der Kindheit und kennt ihr die Hörspiele? Aber ich kann, wie gesagt, ich kann euch die ans Herz legen. Hört sie euch mal an, großartige Hörspiele. Also wirklich toll umgesetzt, gerade wenn die Comics auch mag. Ich kann sie nur empfehlen. Also machen Spaß, die Comics auch. Ja, und die Zeichentrickserie, auch die hier auf den Boxen ist, ob nun DVD oder Blu-ray, kann ich euch auch empfehlen. Der Kinofilm von Spielberg hat mir sehr gut gefallen. Ich kann nicht negativ reden. Ich kann wirklich nicht negativ reden, auch außer, dass einige Tim und Struppi Computerspiele nicht einfach sind und gewöhnungsbedürftig. Das werde ich vielleicht auch noch mal in einer eigenen Folge. Ich muss mal sehen, vielleicht kann ich das irgendwie capturen. Dann spiele ich da in das Spiel rein. Werde ich auch noch mal sehen. Aber das wird ein ganz anderes Video etwas später sein. Das wird wahrscheinlich, was ihr hier seht, etwas eher rausgekommen sein. Also, zu viel gelabert schon. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Und noch mal die Tim und Struppi Kassetten im Überblick. Oben die erste Auflage von Maritim, in der Mitte die zweite Auflage von Maritim mit den Comic-Covern, unten die dritte Auflage von Ariola Express, wo mir noch 2 fehlen. Bei den Folgen 5 bis 8 sieht es bei mir etwas anders aus. Die Maritim-Auflage, die erste, habe ich komplett
und von der Areola Express habe ich 3. Somit fehlt mir komplett die zweite Auflage Maritim mit den Comic-Covern. Die Folgen 9 bis 12 erschienen in der Erstauflage von Maritim nur im Comic-Cover-Stil und die Zweitauflage war von Areola Express. Somit habe ich diese 4 komplett in beiden Varianten. Zuletzt die Folgen 13 bis 20, die alle nur bei Areola Express erschienen sind und ich somit komplett habe.